Ich sterbe die Buchstabe A bekommen? An einem besonderen Abend, wo wir uns in Luxemburg kennengelernt haben, wo sie gespielt haben, die Rokoko-Variationen. Und ich war so fasziniert von dem Spiel und auch von der Frau. Ich kann mich erinnern, dass sie hatten an diesem schönen Abend ein wunderschönes Kleid und sie waren wirklich auch mein Vorbild. Mein Buchstabe ist R. Maria Krieger ist die beste romantische Cellistin in der ganzen Welt. I wie Intonation. Sauber spielen musste man immer. Das war indiskutabel. Wir wollen doch jemanden inspirieren, nicht irritieren. A wie aktiv. Oder wie ich auf Englisch sagen würde, action-packed. Man musste wirklich aufpassen bei Unterricht bei Frau Kliegel, sei es Samstag früh oder spät am Abend, beim Klassenabend, denn wirklich jede Minute, jede Sekunde war voll mit wertvollen Informationen. Und dann nicht nur cellistisch, sondern auch persönlich war Frau Kliegel wahnsinnig aktiv. Ich denke nur an diesen wirklich schönen Klassenausflug, als sie die Klasse zu ihrer Tennisclub in Essen eingeladen hat. Dann hat sie gezeigt, nicht nur cellistisch ist sie auf Weltniveau, sondern könnte wirklich wahnsinnig gut Tennis spielen. Ist wirklich bewundernswert. Toll. K wie Kunst des Klanges. Der Klang von Maria Kliegel ist für mich wie ein köstlicher Kuchen. Keinesfalls ein künstlicher, knackiger, kalter und kratziger Keks. Ein richtig weicher, warmer Kuchen, rund, sanft, süß und glänzend, aber trotzdem sehr kräftig. Maria Kliegel ist die Küchenchefin des Cello-Klanges. L wie Leidenschaft. Sie hat voller Leidenschaft für die Musik und ihre Schüler. Mein Buchstabe soll I sein. Da fällt mir spontan ein, immer aktiv, immer unterwegs, immer auf der Höhe. Energie. Für mich, es war unglaublich, dass sie damals mit 62 so viel Energie immer bei Unterrichten und bei Spielen hätte. Glück. 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 E wie Eleganz. Das ist eins der vielen Worte, an die ich denke, wenn ich an Maria Kliegel denke. Ihr Spiel und ihre Person sind für mich immer von einer großen Eleganz geprägt gewesen. L wie Lichtgestalt. So begann Maria Kliegel ihre Karriere als Professorin hier an unserer wunderschönen Folkwang-Hochschule in Essen-Werden. Mit ihrer liebenswerten, lockeren und lässigen Art haben wir sie gleich in unser Herz geschlossen. Ihr lupenreines Spiel, ihre Leichtigkeit, verbunden mit großer Leidenschaft, ist legendär. Ein lebensfroher und liberaler Geist. Besonders für uns weibliche Studenten war und ist Maria Kliegel ein großes Vorbild.